Und weiter geht's. Tales of Xillia. Let's play. Die Lage spitzt sich zu. So. Charaktere sind gestorben. Charaktere wurden zum Einkaufen entführt. Und wir machen einfach weiter wie bisher. Look! Lady Giselle! These goons. No, it will take too long and waste our energy. Stand down this instant. What point is there in fighting after you've completed your mission? Or are you mere savages who take delight in the suffering of your countrymen? Let us return to the manor. Right. Everything okay? Yes, I have made arrangements for Lord Klein's funeral, although the ceremony will be brief. How could this have happened? The arrow that took my master's life was of a unique design, one used only by Noctegaal's personal guard. And considering the timing of the army's invasion, it's obvious this was all a plot by Noctegaal. The assassination allowed him to seize complete control of Roshagal. Noctegaal does think big. I wonder where they took Mila and the others. Fort Gandala, most likely. A single division of troops couldn't possibly attack multiple cities in a short time. It's reasonable to assume that Sapstrath Seahaven remains safe and under Sheryl control. Thus, our attackers must have been ordered to return to Fenmont. And Fort Gandala is the only place equipped to house troops between here and there. Good thinking. Makes sense to me. We have to save them. I like your moxie, kid, but we're talking about a fortress here. It's not like we can storm the walls. On the contrary, we do need to rush. Tonight may be our only chance. The morale among those troops was visibly low, and now they've been forced to march home after battle with no rest. They'll be at their weakest. And don't forget we have a trump card ready and waiting. That's right. The men we sent to infiltrate the fortress. We should depart at once. A butler, huh? Who is this old man exactly? Habe ich mich auch schon gefragt. I can't believe they got Mila. Are you so surprised? These are the same thugs who snared the four great spirits. And I let the same thing happen again. Let's get moving, gentlemen. We can't afford to suffer any more losses. Aren't you listening?
These guys are way out of our league. Don't be ridiculous. They haven't a chance. Especially against a warrior of your considerable talent. Hmm? Didn't take you for the sort that props up comrades with sweet talk. That depends on the comrade. Does it seem to be working? A nice effort, but I only fall for flattery when it comes from the lips of a lady. Then let's go save Mila and the others. I'm sure they'll praise you. Oh yeah? Well then, I guess I'll put out a little effort. Na denn. Aha, da wo ich letztens falsch abgebogen bin, darf ich jetzt weitermachen. Alles klar. Mal schauen, ob die was Neues haben. Nicht wirklich. Aha. Die könnte man jetzt leveln. Warum auch nicht? Ich überlege gerade, wie weit ich das überhaupt, wie viel ich da überhaupt investieren sollte, ob sich das lohnt auf lange Sicht. Gut, das dürfte jetzt reichen. Ja. Waffen. Immer gut. Immer nützlich. Nein. Doch. Jetzt nochmal. Ja, davon habe ich ja eine Menge. Nein, davon lieber nicht. Ja, das ist hier ein bisschen langweilig. Machen wir es einfach schnell.
Fünf davon, fünf davon. Ich habe das mal ein bisschen abgekürzt. Das ist schon sehr unspannend anzuschauen. Aber es gibt neue Waffen. Warum auch nicht? Geld habe ich ja mehr als genug. Das dürfte erstmal reichen. Oh, jetzt bin ich wieder falsch gelaufen. Ach ja. Ich muss natürlich hier lang. Getting pretty strong there, buddy. Thanks, I think so too. You're starting to make us look bad. Huh? No, just saying how reliable you are. Wahrscheinlich muss man hier komplett durch. Skelette, meine Lieblingsgegner in Rollenspielen. Who's next? Nice job, Alvin. Was this really the only way? Aha. Verwelkte Filifolia. All right. Fantastic. Tornado drive. No break. Wind lands. Yes, now. Yes.
Take this! An obvious outcome. Und die Gegner hier scheinen bis jetzt zumindest keine große Herausforderung zu sein. Was war das denn? Wieder so ein Gag-Item? Ja, super sieht das aus. Nee, danke. Was ich hier alles hab, gar nicht durchgeschaut. Naja. An obvious outcome. Nein, wirklich nicht besonders schwer hier. Das ist aber auch ganz angenehm. Oh, da ist ja was. It's messing up my hair. Kiste mit Geld. Weil natürlich jeder seine Kisten mit Geld in Höhlen versteckt, die schwer zugänglich sind. Umgeben von Monstern. Würde ich auch so machen. Natürlich. No breaks? Time to go to work. I'll help. Yes, sir. Now, sir. Not bad. Yeah, all right. Hit. Demon fist. Now. Now. Yes. Fall. Yes, sir. Take this. Victory. Well done, everyone. No breaks? Far too close. Always one step ahead. Always one step ahead. All right. Fantastic. Now then. Well played. All right. Well played. Ready? Demonic chaos. Out of the way. Ready? Demonic chaos. All right. Nice one. Now! Getting pretty strong there, buddy. Thanks, I think so too. You're starting to make us look bad. Huh? No, just saying how reliable you are. Na, das ist ja nicht so gut gelaufen. Trotzdem gewonnen. Da leuchten Dinge in der Ferne. Immer am besten alles mit. Und Höhlen gibt's ja auch. Mit Kisten.
stoppt Feinde für eine gewisse Zeit ein mysteriöses Objekt, das in einer brenzligen Situation das Blatt wenden kann. Mal schauen, ob ich das überhaupt jemals verwenden werde. Ich tendiere ja eher dazu, den ganzen Krempel zu horten, es mir dann aufzusparen, auf den einzig wahren Moment, der dann nie kommt. Weil ich dann sowieso meistens viel zu hochstufig bin, um irgendwelche Probleme zu haben. Zumindest im normalen Verlauf des Spiels. Jetzt nicht unbedingt bei Tales of Xillia, sondern eher allgemein in JRPGs. Das Vögelchen nehmen wir noch mit. Demon Fang! All right! Nice one. A most excellent rhythm. Und noch mehr Sachen zum Töten. Here we go. Now. No breaks. That's one. Got it. Come on, here. Here we go. Take this. Here we go. Go. Over already? Das läuft ja wie geschmiert. No breaks? Stay on guard! Stay on guard! Stay on guard! Oh man, das war jetzt zu früh. Gefreut mit dem geschmiert Laufen. Ach komm schon. Well played. Now then. Man muss hier wirklich aufpassen, nicht ins Button-Mashing abzutriften, sonst führt das absolut zu gar nichts. Und das ist, warum ich dieses Kampfsystem nicht unbedingt bevorzuge. Es ist natürlich nicht schlecht, aber man kann sich jetzt nicht entspannen wie bei einem rundenbasierten Kampfsystem. Und ja, meiner Meinung nach auch zwar auch taktisch vorgehen, aber das ist alles teilweise, wenn dann so viele Gegner unterwegs sind, ist das schwer zu koordinieren, zumindest für mich. Mag ja Leute geben, die das durchaus managen können. Senkt den Schaden von Verbündeten und Feinden um 50%. Benutze ihn noch einmal, um den Schaden zu normalisieren. Wie rätselhaft. Ja. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Thank you.
aber Kampfsystem hin und her. Das Spiel ist schon mal Trillionen mal besser als Final Fantasy 13 zum Beispiel. No breaks. Yeah, now. Who's next? Nice job, Alvin. No breaks. Please. Stay on guard. Oh, jetzt wird's aber. Guardian Field. Stay on guard. Holla, die Waldfee. Also das mit dem Blocken und gleichzeitig Ausweichen, das klappt bei mir nicht so wirklich gut. Obwohl das ziemlich cooles Feature ist. Ein mysteriöser Stäubling, der im Wind weht. Es heißt, dass er seinen Finder Wünsche erfüllt. Werde ich wahrscheinlich auch nicht verwenden. Das ist so traurig. So viele schöne Items. Soll ich das mal hier erforschen? Warum nicht? Wir haben ja Zeit. Die Taschen unserer Gruppe sind endlos. Naja, fast. Kann man ruhig alles mitnehmen. Kein Problem. Always one step ahead. Guardian Field! You're safe, healer! Always one step ahead. Always one step ahead. They won't get through. Always one step ahead. Sorry about that. Das Gebiet hier erinnert mich irgendwie an Ragnarök Online. Yeah, all right. Now, yeah.
Now! Not bad. So, wo waren wir noch nicht? Hier. Hier ist auch nichts. Aber hier ist was. Dich nehmen wir auch noch mit. Always one. Demon Fang! Rowan! Understood! Try water! Flash beam! Not bad. Please, come on! Slash! This! Now! Right there! Alvin, take it. Right. Now. Fantastic. Yes, sir. Healer. Always one step ahead. Tiger Blade. Yes. Always one step ahead. Sonic Thrust. Yes. Very impressive. You too. I believe we show great promise. Das war sehr unglücklich gewählt. Quite the predicament. Don't worry, I'm here with you. Hit him with the demon thing. Always one step ahead. Guardian Hill! Alvin, hey! Stay on! Always one step ahead. Sonic Thrust! Give me some high support! Now! I can still do better! Ja, war nicht so schlimm. So this is Fort Gundala. It looks like a steel castle. It was built to protect the trade routes, ostensibly anyway. But now it would seem they have abandoned all pretense. So how do we get in touch with your man on the inside? Follow me. Jude, I need you to climb into that shaft. Tap on the wall once, twice, and then twice again. If you hear three taps followed by one, that means everything is ready.
got the go sign. Good. Let's proceed. Please, hurry! Good work. You have my gratitude, and that of the late Lord Klein. Everyone in the fortress has heard what happened in Sherrilton. It's hard for any of us to come to grips with this. I'd offer my shoulder to cry on, but we're kinda in a hurry here. What's going on inside, the short version? Of course. Lady Drissel and the others are locked in a cell on the second floor. But that's not the worst of it. All the prisoners have had their legs bound with hex shackles. And those are? If anyone wearing one of those shackles steps across a hex zone like the one over there, then it's designed to explode. What? So even if we free them from their cells, they won't be able to escape until we can disable those shackles. It would take far too long to track down the keyholder. I suggest we seize the fortress's control room instead. Then we can deactivate the whole security system. We've been unable to pin down the control room's location. I'm sorry. Don't worry. We'll figure the rest out. You've been a huge help. Not to put the car before the horse, but we should make sure we have a way out of here. Would you see to our escape plan? Yes, sir. We'll commandeer a carriage. Here, you'll need this key. It allows you to operate the elevators. Schön radikale Maßnahmen. Aber effektiv. Wieso auch nicht? Bleibt spannend. Wird jemand explodieren? Wird niemand explodieren? Werden wir den Kontrollraum finden? Wird Darth Vader vorbeikommen? Das erinnert mich sehr an die Befreiung von Leia. Aber das sehen wir ja dann alles.